In diesem Video dreht sich alles um das Thema Schilddrüsengesundheit. Wie funktioniert die Schilddrüse? Bis hin zu dem Thema, was genau kannst du für deine Schilddrüsengesundheit tun? Hi und herzlich willkommen zum neuen Video. Falls du neu auf dem Kanal bist, mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Experte für ganzheitliche Gesundheit. Und in diesem Video sprechen wir jetzt über das Thema Schilddrüsengesundheit. Das heißt, wir haben das Ganze in drei verschiedene Aspekte aufgeteilt. Erstens, wie genau sind die Aufgaben deiner Schilddrüse? Zweitens, wie genau funktioniert das hormonelle System deiner Schilddrüse? Und als letztes, direkte Tipps, die du in deinen Alltag umsetzen kannst, um das Thema Schilddrüse nachhaltig anzugehen. Starten wir mit dem ersten Punkt. Was sind die Aufgaben deiner Schilddrüse? Es gibt kein Organ in unserem System. Natürlich ist jedes Organ spezifisch für eine bestimmte Funktion da, aber die Schilddrüse hat ihre Rezeptoren auf jeder einzelnen Körperzelle. Das heißt, wir haben ganz klar Funktionen wie Ausdifferenzierung von Zellen, wie Stoffwechselanregung, wie Wachstum, aber die Schilddrüse ist eine Art Bürgermeister in unserem System. Das heißt, die Schilddrüse reguliert nicht nur deinen Stoffwechsel und hat letzten Endes die Auswirkung darauf, ob dein Stoffwechsel hochreguliert wird. Das heißt, ob du mehr Energie verbrennst oder ob dein Stoffwechsel runterreguliert wird. Das heißt, dass du weniger Energie verbrennst. Eine weitere essentielle Funktion oder Aufgabe der Schilddrüse ist die Thermoregulation. Das heißt, die Schilddrüse verfügt über die Möglichkeit, dich von innen aufzuwärmen oder, wenn sie ihre Funktion runterreguliert, wird dir eben kälter. Und das ist eine der essentiellen Funktionen der Schilddrüse, die bei den meisten Menschen vernachlässigt wird. Das heißt, um direkt einen Punkt für das Ende dieses Videos schon mal anzuteasern, Kälte ist etwas Gutes, denn das ist Training für deine Schilddrüse. Wie macht die Schilddrüse das jetzt? Damit kommen wir zum zweiten Punkt, das hormonelle System hinter der Schilddrüse. Du musst dir überlegen, unsere hormonellen Systeme in unserem Körper funktionieren immer über Regelkreise, wie zum Beispiel eine Klimaanlage oder eine Heizung auch. Das heißt, stell dir eine Wohnung oder ein Haus vor und du hast eine Heizung oder eine Klimaanlage, bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Heizung, in deinem Haus und du stellst in dem Haus oder in der Wohnung die Temperatur auf zum Beispiel 22 Grad. Wenn es jetzt außen kälter wird, dann reguliert die Heizung sich hoch, damit innen drin es 22 Grad bleibt. Und wenn es außen wärmer wird, dann geht die Heizung aus oder reguliert sich runter, denn dann wird ja automatisch durch die Hitze von außen die Wohnung oder das Haus von innen ebenfalls gewärmt. Und so funktionieren unsere Regelkreisläufe auch. Das heißt, die Schilddrüse produziert als primäre Organe T3 und T4. Wie macht sie das jetzt? Über einen Regelkreislauf. Die Schilddrüse möchte immer einen gewissen Anteil von diesen freien Hormonen in unserem System haben, die letzten Endes die Aufgaben und Funktionen erfüllen, die wir ganz am Anfang des Videos schon besprochen haben. Das sind natürlich nur einige, das heißt, wir haben noch viel, viel, viel mehr Funktionen. Aber zurück zum Thema des Regelkreislaufes, ist es jetzt so, dass unser Gehirn, das heißt unser primärer Taktgeber, nämlich zum Beispiel die Hypophyse, ein Hormon produziert, das sich TSH nennt. Das ist das thyroidea stimulierende Hormon. Auf Deutsch das Hormon, was die Schilddrüse triggert bzw. aktiviert oder stimuliert. Und da ist es so, wenn wir im Blut zu wenig Schilddrüsenhormone, also das T3 oder das T4 haben, dann produziert die Hypophyse, das Gehirn, ganz viel TSH, weil dieses TSH geht dann über das Blut, dockt an der Schilddrüse an und das ist der Trigger für die Schilddrüse, mehr T3 und T4 zu produzieren. Das heißt, deswegen sind diese Werte auch im Blutbild so essentiell. Haben wir genau das Gegenteil? Das heißt, wir haben durch eine Schilddrüsenüberfunktion oder durch eine akute Stressphase oder eine Infektion zum Beispiel zu viel Schilddrüsenhormone im Blut. Dann ist dieser negative Feedback-Mechanismus, der letzten Endes ans Gehirn, an die Hypophyse weitergibt. Da sind ganz viele Schilddrüsenhormone, deswegen brauche ich jetzt kein TSH produzieren. Und so, genau äquivalent am Beispiel mit der Heizung, funktioniert deine Schilddrüse. Es gibt noch ein weiteres, also es gibt noch viel mehr Hormone, die die Schilddrüse produziert. Logisch, wenn es T4 und T3 gibt, dann gibt es auch T2 und T1. Das heißt, andere Schilddrüsenhormone, über die wir aber eigentlich im Alltag nicht wirklich sprechen, weil es Umbauprozesse sind, beziehungsweise Zwischenstufen, die dabei entstehen. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, dass wir, wenn man sich die Hormone anschaut, wir produzieren sehr viel T4 und wir produzieren sehr wenig T3.
Das T3 ist aber das Hormon, was letzten Endes die Hauptfunktion im Körper erfüllt, dadurch, dass es das aktive Hormon ist. Also, nochmals Wiederholung, wir produzieren viel T4 und wenig T3. Das heißt, T4 muss jetzt noch in das T3 umgewandelt werden im Körper. Unter anderem funktioniert das in der Leber. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wenn unsere Leber nicht richtig funktioniert, kann es sein, dass das T4 nicht richtig in das T3 umgewandelt wird. Obwohl unsere Schilddrüse richtig funktioniert, haben wir dadurch zu wenig aktives Schilddrüsenhormon, nämlich das T3. Es gibt auch die Möglichkeit, dass das T4 nicht nur nicht in das T3 umgewandelt wird, sondern wenn wir uns in extremen Stressphasen befinden und wenn wir chronisch Stress haben, zum Beispiel durch Darmprobleme oder andere Faktoren, ist es einfach so, dass wir durch den erhöhten Cortisolspiegel, wenn dich das ganze Thema interessiert, gerne unten in die Kommentare rein, dann mache ich dazu zum Cortisol bzw. zu dem Thema Stresshormone neben der Nierenrindenachse nochmal ein gezieltes Video. Haben wir jetzt aber einen erhöhten Cortisolwert im Blut und der ist in Stresssituationen notwendig, um primär mehr Energie bereitzustellen, denn Cortisol hat eine der Hauptfunktionen, Energie bereitzustellen. Deswegen kannst du in einer Notsituation auch reagieren, wegrennen, kämpfen, ohne vorher erstmal eine Banane oder irgendwas essen zu müssen. Und wenn wir zu viel Cortisol haben, dann wird aus dem T4 das reverse T3 gebildet. Das ist das RT3. Was die wenigsten Schilddrüsenpatienten jemals bestimmt haben. Es ist aber, und es ist ganz wichtig für dich zu verstehen, ein essentielles Hormon, denn nur so, wenn wir uns RT3, FT4 und FT3 und das TSH anschauen, können wir eigentlich eine genaue Diagnostik der Schilddrüse vornehmen und können sagen, ob die Schilddrüse das Problem ist oder ob durch zu viel Cortisol vermehrt RT3 produziert wird. Und dann wäre einer der wichtigsten Faktoren, dass man dafür sorgt langfristig, dass der Cortisolspiegel runtergeht und dadurch weniger RT3 produziert wird und das T4 wieder in das FT3, also das freie T3, das freie Schilddrüsen, das aktive Schilddrüsenhormon umgewandelt werden kann. So viel erstmal zur hormonellen Situation. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Was kannst du direkt aktiv tun, um deiner Schilddrüse etwas Gutes zu tun? Man muss realistisch sagen, das hängt natürlich aktiv davon ab, in was für einem Stadium du dich befindest. Hast du Probleme mit der Schilddrüse? Hast du keine Probleme mit der Schilddrüse? Und wenn du Probleme hast, wie weit sind diese fortgeschritten? Das heißt, das sind jetzt ganz bewusst keine allgemeingültigen Empfehlungen. Für die meisten Menschen wird es zutreffen. Aber wenn du natürlich dich in einer Therapie bzw. wenn du Schilddrüsenmedikamente wie Thyroxin zum Beispiel nimmst, dann ist es logischerweise so, dass du das erst mit deinem Therapeuten oder deinem behandelnden Arzt absprechen solltest. Aber was du sehr gut machen kannst, sind zwei große Punkte. Der erste, den haben wir schon ganz am Anfang des Videos besprochen, das ist nämlich Kältetherapie. Denn wir haben besprochen, dass die Schilddrüse als Funktion hat, dich aufzuwärmen oder durch die Ausschaltung ihrer Funktion dich wieder abzukühlen. Und deswegen sind Wärme- und Kältetherapie mit die besten Therapieoptionen, wenn es ums Thema Schilddrüsenaktivierung geht. Das ist wie Krafttraining für die Muskulatur, ist Kältetraining das Training für die Aktivität deiner Schilddrüse. Das heißt, du gehst ab jetzt jeden Morgen eiskalt duschen. Und ja, das wird am Anfang hart sein und ja, das wird auch nach einem Jahr noch hart sein. Aber wenn du das Ganze dir antrainiert hast und da kannst du Schritt für Schritt vorgehen, das heißt, du gehst am Morgen früh in die Dusche, stellst die Dusche auf eiskalt oder nicht auf ganz eiskalt und versuchst erstmal 30 Sekunden darunter zu bleiben. Dass sich das Ganze sehr merkwürdig anfühlt und dir vielleicht auch das Atmen erstmal schwerfällt, ist völlig normal. Und dann versuchst du das Ganze von der Zeit her so zu staffeln, dass du es irgendwann 2 Minuten aushältst und dass es dann irgendwann ganz kalt ist. Du kannst natürlich, bevor du die Dusche auf eiskalt stellst, erstmal normal duschen, wenn du das möchtest. Ganz wichtig für dich zu verstehen ist aber, wenn du kalt geduscht hast, dann auf keinen Fall danach noch einmal die Temperatur wieder hochregulieren und unter der Dusche bleiben. Das Wichtigste ist dabei, dass du direkt aus der Dusche rausgehst und dich dann von innen durch deine Schilddrüse aufwärmen und aufheizen lässt. In den ersten paar Sekunden, wenn das kalte Wasser auf die Haut kommt, dann gehen unsere Gefäße zu und werden kleiner und kleiner und kleiner. Und irgendwann, nach circa einer Minute, fangen die hormonellen Regulationsmechanismen an, in Kraft oder in Gang
zu kommen. Und das ist das, was wir wollen. Das heißt, nach circa 2 Minuten ist der optimale und beste Zeitpunkt erreicht. Das heißt, 2 Minuten gilt es für dich anzustreben und das kannst du ab morgen gerne mal probieren. Vom Prinzip her hat es nicht nur einen positiven Effekt auf die Schilddrüse, sondern auch einen sehr großen mentalen und psychologischen Effekt, denn du hast so eine der schlimmsten Aufgaben am Tag dann schon erledigt. Der zweite Faktor ist, dass du ganz bewusst dafür sorgen kannst, dass du keine schlechten Lebensmittel zu dir nimmst. Denn wir wissen, dass wenn wir ein Leaky Gut, einen durchlässigen Darm haben und unsere Barriere zerstört oder gestört ist, können einfach Moleküle wie verschiedene Lektine, aber wie auch Pathogene, Toxine, Schwermetalle in unser System hereinkommen. Daraufhin können sich Antikörper bilden, die dann aus Versehen, also autoimmun vom Prinzip her, gegen die Schilddrüse reagieren. Und das kann zu sehr, sehr, sehr vielen Problemen in deiner Schilddrüse bzw. mit dem hormonellen System deiner Schilddrüse führen. Und dann könnte zum Beispiel eine mögliche Diagnose in der Zukunft, in den nächsten 10 Jahren, Hashimoto lauten. Das heißt, dein Schilddrüsengewebe zerstört sich und letzten Endes ist das dann die Diagnose von Hashimoto. Das ist natürlich noch wesentlich komplexer als so einfach, wie ich es jetzt gerade dargestellt habe. Aber das sind die wichtigsten Faktoren für dich. Das heißt, welche Lebensmittel solltest du meiden? Gluten, Casein, Lektine, also alles, was theoretisch mit dem Thema Soja zu tun hat oder auch was mit Saponin, mit Hülsenfrüchten zu tun hat. Ich will ganz bewusst das Thema Lektine nicht komplett von deinem Speiseplan jetzt streichen. Wichtig ist, wenn du dich mit dem Thema Lektine und Hülsenfrüchte beschäftigst, dass du diese richtig zubereitest. Das dauert mehrere Stunden und von daher die meisten Menschen nehmen sich nicht bewusst die Zeit, die Lektine richtig zuzubereiten und deswegen rate ich eher grundsätzlich davon ab. Wenn du sie aber in deinen Ernährungsplan, in deinen Alltag mit integrieren möchtest, dann kannst du das, denn es sind sehr gute Lebensmittel, nicht für jeden Tag, aber wenn du sie richtig zubereitest und wie gesagt, dafür brauchst du mehrere Stunden, du musst das Ganze einweichen und einlegen vorher, dazu dann in den kommenden Videos mehr. Und ansonsten, ich würde mich natürlich weiterhin freuen, wenn du auf diesem Kanal dabei bleibst. Sehr, sehr, sehr gerne postest du Kommentare unten unter das Video. Würde mich selber ein Like freuen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du in den nächsten Videos wieder dabei bist. Also von daher erstmal so viel zum Thema Schilddrüse. Ich hoffe, das war verständlich für dich. Und viel Spaß ab morgen bei der kalten Dusche. Bis dahin, dein Timo.